Hallo, liebe Deutschlernende. Der heutige Tipp ist: Zerbrech dir nicht über Kleinigkeiten den Kopf. Ja? Zerbrech dir nicht über Kleinigkeiten den Kopf. Auf Englisch würde man sagen: Don't sweat the small stuff. Ja? Also, Kleinigkeiten sind eben das, nur Kleinigkeiten. Es sind kleine Dinge, die eigentlich keine große Konsequenz haben. Und ich denke, deswegen sollten wir uns nicht den Kopf über Kleinigkeiten zerbrechen. Ja? Und ich bin bei weitem nicht perfekt. Und es kommt schon vor, dass ich mir über Kleinigkeiten den Kopf zerbreche. Also zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden, habe ein bisschen Musik gehört und dann wollte ich mir einen Tee machen. Ich bin in die Küche gegangen und die Küche war dreckig. Ja? Nun, ich lebe mit drei anderen Menschen zusammen. Ja? Ich habe drei Mitbewohner und die machen manchmal die Küche dreckig und ich selbst mache auch sehr oft die Küche dreckig. Ja? Aber in dem Moment dachte ich mir nur so, oh nein, die Küche ist wieder dreckig. Ja? Aber das ist eine Kleinigkeit. Ja? Das ist eine Kleinigkeit. Ja? Aber manchmal kommt es vor, dass ich mich über solche Sachen aufrege. Ja? Es macht mich ein bisschen wütend. Ja? Aber dann denke ich mir, na und? Ja, nur und? Warum ist das so schlimm? Ja? Warum ist das so schlimm? Ja? Und manchmal liegt auch etwas dahinter, dann denke ich, vielleicht heißt das etwas über unsere Freundschaft. Ja? Und das ist dann auch interessant, warum ich auf solche Gedanken komme und dann kann ich die klären mit meinen Freunden. Aber wenn ich wirklich nur ohne die Emotion über das Ereignis nachdenke, dann ist es eine Kleinigkeit. Ja? Und es liegt auch gar nichts dahinter. Ja? Und ja, ich sage das, um euch auch zu zeigen, dass ich mache diese Videos und ich gebe euch Tipps, die mir in meinem Leben geholfen haben. Aber das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Ja? Oft sind die Tipps, die ich euch gebe, auch etwas, was ich selber lernen muss. Ja? Ich habe letztens ein sehr tolles Zitat gehört. Wir bringen bei, was wir selber lernen müssen. Insofern mache ich dieses Video für euch, damit ihr aus diesem Tipp lernen könnt, aus dieser Geschichte lernen könnt. Aber es heißt auch, dass ich das etwas ist, was ich mir selber zu Herzen nehmen muss. Ja? Ich muss mir das auch zu Herzen nehmen. Ja? Und ich sage das auch, weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass ja, ich bin hier derjenige, der die Videos macht und ich habe all die Weisheiten und ich bin da so viel besser. Nein, ich möchte auch wirklich ehrlich und authentisch mit euch sein und euch auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich auf einer Stufe mit euch bin. Ja? Wir sind alle auf einer Stufe, wir lernen alle gemeinsam. Ja? Ich denke, das ist sehr wichtig. Das Projekt heißt ja auch Authentic German Learning und deswegen möchte ich mich auch so zeigen, ja? Also mit allen meinen Fehlern und ich habe viele Fehler, wir alle haben Fehler und ich bin ein Mensch, der manchmal sehr perfektionistisch ist und sich über Kleinigkeiten den Kopf zerbricht, sich über Kleinigkeiten aufregt und ja, das ist so ein Fehler, den ich habe. Und ja, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Ich hoffe, du regst dich nicht so sehr über Kleinigkeiten auf und lebst dein Leben möglichst fokussiert, konzentriert,
sorgenfrei, effizient, soweit es möglich ist. Und manchmal ist es nicht möglich und das passiert. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!